So, hier hieß hier ein kleiner Schnellüberblick über dieses Gerät hier. Das ist der GBSchen Light Digital Pocket System. Und ja, erst Klapper. Anschalter, ja, wir machen das heute mal ohne Unboxing, weil ich. Es kam nur in so einem 030-Umschlag. USB 1.1, AV-Ausgang, AV-Kabel ist dabei, rechts und links Schulterbuttons, sowie Dingens hier. Wie heißt das noch? Lautstärke-Rätzchen. Das wird jetzt mal wieder klassisch zugeschissen. So, gehen wir mal ran. Machen wir mal an das Gerät. So. Cool, oder? Also, das hier ist jetzt ohne Cartridge. Ja. Kann man so ganz einfach sagen. Schärfe bitte, Dankeschön. Da haben wir dann natürlich wieder jede Menge selbst gebauter Brettspiele. Und natürlich Originale. Aber die Frage ist zum Beispiel bei Super Mario, wie sieht's aus mit ja, Geschwindigkeit, eventuell Steering oder sonst was. Ja, das ist bei dem Spiel mal schon gut zu sehen. Gucken wir mal. Ja. Aber dann mach doch hier. Boah, Alter. Läuft zu schnell. Läuft zu. Hallo? Hallo? Oh. Alter, ne, vergiss es. Also. Oh. Also bei aller Liebe, aber nö. Also erstmal ganz hier. Das Ding hier, wir haben auch noch eine Cartridge dabei, die sparen uns. Das Ding ist so scheiße. Da breche ich mir ja die Finger, wenn ich hier was gedrückt kriege. Nein, danke. Wenn ihr euch den GB-Boy Light holt, erwartet mal wieder jede Menge gefälschte Spiele. Genauso wie originale Spiele. Eine Konsole, die zum Aufklappen ist. Der Bildschirm ist absolute Rotze und noch kleiner als alles, was ich bisher gesehen habe. Also das ist jetzt nach ewiger Zeit, wo ich mal ganz ehrlich sagen muss, das ist Schrott. Das ist absoluter Müll. Das ist Kacke. Hier nicht stabil oder was? Das sieht so stabil aus, ist es aber nicht. Also das Ding kostet hier so... Na komm, lass, ist mal ganz im Ernst. Da mache ich jetzt nicht extra noch was... Nee, vergiss es. Komm, das ist... Nö, das bringt nichts hier.